Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und heute bringe ich euch die Spoiler zu Kapitel 911. Aber erstmal eine kleine Info vorab, und zwar werde ich meine Spoiler-Videos in zukünftig ein bisschen anders gestalten. Es wird im Grunde zwei Parts sozusagen geben. Der erste Part, also der Anfang des Videos, werden einfach nur die Spoiler sein, indem ich euch einfach erzähle, was in den Spoilern passiert. Der zweite Part hingegen, dort werde ich neue Sachen klären. Das heißt, ich werde sagen, mit welchen Real-Life-Figuren bestehen denn irgendwelche Verbindungen zu den Namen, die in One Piece auftauchen, oder irgendwelche Begriffe klären, oder wie könnte die ganze Story denn weitergehen? So, aber jetzt fängt's erstmal an. Titel des Kapitels ist Ein großes Abenteuer im Land der Samurai. Ruffy erinnert sich, wie er auf die Insel kam. Genau in dem Moment, wo das Schiff vom Strudel verschlungen werden sollte, plusterte Ruffy sich auf und Sanji sprang zusammen mit der restlichen Crew auf Ruffy und nutzten ihn als Sprungplattform, um auf die Insel zu kommen. Ruffy versuchte hinterherzukommen, doch der Oktopus hielt sich an ihm fest und zerrte ihn somit in den Vortex. Ruffys Vivi-Card in seinem Hut ging dabei verloren. Ein Mädchen wurde von ein paar Verbrechern geschnappt. Im Wald der Kreaturen. Sie wurde gefangen, weil sie ein Gefäß des bösen Lichtmond-Clans ist. Sie bedrohen sie, dass sie sie an den Rotlichtbezirk verkaufen oder sogar töten werden. Sie erreichen den Strand und sehen die Sunny. Ihr Bodyguard, der dämonische Pavian, kämpft gegen den Wächterlöwen. Die Schläger kontaktieren den Star Performer. Sie wollen Ruffy sedieren und ihn für illegale Sachen nutzen. Einer der Schläger richtet seine Pistole auf Ruffy, wird aber ausgenockt. Sie sagen dem Pavian, dass er den Löwen ignorieren soll und lieber Ruffy besiegt. Aber Ruffy verängstigt den Pavian mit seinem Königshaki, so dass der Pavian aufgibt. Das Mädchen entkommt, geht hinter die Schläger und bam, schlägt sie bewusstlos mit einem Knüppel. Ihr Name: O-Tama. Sie formt mit ihren Fingern einen Ring und macht ein paar Dumplings, diese kleinen asiatischen Maultaschen, um sie dem Pavian zu geben. Plötzlich ist der Pavian auf der Seite von O-Tama. Ruffy sagt, dies ist eine nützliche Fähigkeit. O-Tama sagt, Ruffy befindet sich momentan auf Kuri. Als sie Essen auf dem Markt kaufen wollte, wurde sie von den Schlägern gefunden. Sie sagte, dass sie sich an den Kozuki-Clan erinnert, welches ein schweres Verbrechen in Wano Kuni ist. Der Schutzlöwe versuchte sie zu beschützen. Sie bringt Ruffy zu ihrem Nachhause und macht ihm ein bisschen Reis mit ein bisschen Gurken. Ruffy ist erstmal enttäuscht, dass es nur so wenig Essen gibt. Tama lügt Ruffy erstmal an, dass sie nur kurz aufs Klo müsse, trinkt stattdessen aus dem Fluss, um ihren Hunger zu unterdrücken. Dann kommt ihr Meister namens Tengu. Dieser ist sauer, dass Ruffy den Reis gegessen hat. O-Tama hat seit Tagen nichts mehr gegessen, sagte Tengu. Sie arbeitet jeden Tag hart für das Geld und ignorierte ihren Hunger. Für ihren 8. Geburtstag schickte er sie Reis kaufen, damit er ihr etwas davon geben könnte. Er ist sauer auf Ruffy, dass dieser den kompletten Reis aufgegessen hat. O-Tama kommt zurück und versucht die Lage zu beruhigen, bricht aber zusammen. Ruffy ist schockiert. Tengu sagt, das Wasser vom Fluss ist verschmutzt durch Kaidus Fabrik und macht sie krank. Sie kann zu einem besseren Platz gehen, aber bleibt, um ihr Versprechen an Ace zu halten. Die Szene wechselt und wir sehen den Star-Performer Basil Hawkins. Er erzählt seinen Untergebenen, jegliche Kommunikation abzubrechen und nach Kuri zu gehen. Aber das Ganze darf nicht an Kaidu verraten werden. So, das waren jetzt die Spoiler. Das heißt, die Leute, denen nur die Spoiler interessieren, die können genau jetzt abschalten. Alle, die ein bisschen mehr Zusatzinfos haben wollen, bleiben aber lieber dran. So, und zwar, wir hatten hier den Lichtmond-Clan. Viel konnte ich dazu momentan leider noch nicht herausfinden. Einzige, was aber ein bisschen wenig Sinn ergibt, ist die Sache, es gibt in echt Menschen, bei denen man sagt, sie gehören zum Mondlichtclan, also einfach nur einmal rumgedreht. Diese Menschen leben so, dass sie am Ende eines Monats immer ihr gesamtes Geld ausgeben. Also dass sie halt am Ende vom Monat absolut kein Geld mehr haben, null. Scheint jetzt hier aber eher wenig eine Verbindung zu haben. Außer dies ist der Grund, warum sie immer so wenig Geld haben und eben nicht genug zu essen haben. Naja. Dann haben wir noch den Star Performer, der kontaktiert wurde, also Basil Hawkins in dem Fall. Ein Star Performer ist umgangssprachlich ein Mitarbeiter einer Firma, der extrem gute Leistungen erbringt. Heißt einfach nur, dass vielleicht Basil Hawkins wirklich ein extrem wichtiges Mitglied der Kaidu-Bande geworden ist. Oder dass er in irgendeiner Form vielleicht in dieser Fabrik arbeitet. Dass er an sich gar kein wirklicher Kämpfer der Bande ist, sondern vielleicht gezwungen wurde, in der Fabrik zu arbeiten. Wir wissen es nicht.
Oder er leitet vielleicht sogar die Fabrik. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann haben wir noch den Namen Otama. Hier gibt es viele, viele Möglichkeiten. Tama ist zum Beispiel eine Schiffsklasse der japanischen Navy, kann aber auch Sachen wie Ball, Juwel oder jegliches kleines rundes Ding heißen. Dies könnte bezogen auf ihre Teufelsfrucht sein, denn mit ihren Fingern formt sie einen Kreis, aus denen dann diese kleinen Dumplings rauskommen. Diese sind nun mal auch kleine, naja, runde Bällchen. Ja, rund ist immer so eine Sache. Otama ist aber auch eine Stadt in Japan und war Teil des Nihon Matsu Bereichs, eines Bereichs unter dem Tokugawa Shogunat der Edo Periode. Das Tokugawa Shogunat war die letzte japanische Militärregierung. Sie regierte zur Edo Zeit, in welcher auch dieses Bild entstanden ist. Der Kaiser und einige Daimyos haben damals den Boshin Krieg gestartet, einen Bürgerkrieg gegen dieses Shogunat. Nachdem der Krieg gewonnen war, wurden die Grenzen des bisher verschlossenen Japans geöffnet. Klingt doch sehr nach unserem Plot für Wano Kuni. Der Kaiser Meiji könnte vielleicht auch dieser junge Herr hier sein. Immerhin wurde der Kaiser als sehr, sehr jung bezeichnet. Dann kam noch der Name Tengu auf. Tengu ist ein japanischer Yokai, also ein Ungeheuer in der japanischen Mythologie. Er hat einen menschlichen Körper, Flügel und einen Schnabel. Wenn solche Kreaturen in One Piece existieren, könnte es meine Theorie unterstützen, dass einer von Kaidos Kommandanten der König der Tengu ist. Denn der König der Tengu gehört mit dem Oni und dem neunschwänzigen Fuchs zu den drei großen Yokai in der japanischen Mythologie. Interessant ist Kaidos Fabrik. Produziert er dort mittlerweile selber Smiles? Aber wieso wäre er dann so sauer, dass Joker nicht mehr liefern kann? Macht keinen Sinn. Was er da wirklich macht, kann ich euch momentan wirklich noch nicht sagen. Und wird Basil Hawkins Kaido nun verraten? Hier hätten wir die Ratte, den Verräter, welche das mögliche Ergebnis des Weekly Shonen Jump Rätsels war. Falls ihr es nicht wisst, ich verlinke euch das Video nochmal, denn die Weekly Shonen Jump hat uns ein Rätsel gegeben über einen Charakter, der möglicherweise in 912 auftaucht. Naja, und die Ratte ist umgangssprachlich für einen Verräter. Passt. Was haltet ihr von den Spoilern? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von diesem neuen Art des Formates? Will ich es jetzt mal ganz übertrieben sagen. Und wie immer freue ich mich natürlich über ein Abo und über ein Like. Ich hoffe, wir sehen uns auch morgen im Kapitel Review. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Shut your mouth.